Also ist er der... Ups, falscher Knopf. Der Bewunderer dieser Dame. Ah ja. Ich suche die Arbeitsstube. Ist immer noch nicht fertig? Nee. Hä? Hab ich doch gerade. Was denn noch? Ach so, hier. Brief der Ta... Blablabla. Werter Vetter, deine... Was deiner Bitte entsprechend wurden alle Vereinbarungen mit Alamut aufgehoben. Unser Schutzversprechen wurde widerrufen und unser Zufluchtsangebot zurückgenommen. Okay. Ach Mensch. Grüß dich. Sag deinen Meistern, dass ich Kopien anfertigen ließ. Zerreiß das Papier, töte mich. Die Abmachung steht. Meine Meister? Die maskierte Verschwörung, der Orden von... Auch egal. Dienst du ihnen nicht? Dienst du ihnen denn nicht? Ich diene dem Kalifat. Ich diene Allah. Und ich tue es, ohne mein Gesicht zu verstecken. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Warum gabst du Asif At-Turki Befehle? Einem Mitglied des Ordens? Der Hitzkopf schürte das Feuer von 1000 Aufständen. Allah sei Dank ersparte mir jemand den Aufwand, ihn zu beseitigen. Ein Verborgener, wie ich hörte. Bist du es, dem ich danken sollte? Ich habe deine Briefe gelesen. Du zwangst deine Vettern dazu, Alamut ihren Schutz zu entziehen. Du hast uns an unsere Feinde verkauft. Und Bagdad den Frieden gesichert. Die Quittung hast du dir bereits genommen. Abu Abdullahs Treue schwur? Was hat er mit irgendwas davon zu tun? Sein Ehrgeiz hätte das Kalifat zerrissen. Ich bot dem Orden Alamut an und sie versicherten mir, uns nicht länger zu bedrohen. Du lässt einen Wolf los, um einen Fuchs zu fangen? Der Orden wird Bagdad in Brand setzen, Statthalter. Die Nachwelt wird dich dafür verurteilen. Die Nachwelt kann mich dafür hängen. Ich verlasse diese Welt in dem Wissen, dass Kompromisse Mut erfordern. Und auch Feigheit. Wie alt bist du? 20? Ich war etwa in deinem Alter, als ich in diese Stadt kam. Rechtschaffen durch und durch. Was geschah dann? Ich wurde erwachsen. Wenn du Alamut wirklich retten willst, wende diese Klinge gegen deine Feinde. Gib mir einen Namen. Mit wem hast du diesen Handel geschlossen? Ich könnte, aber wenn du versagst, sterbe ich. Und das möchte ich vermeiden. Ich habe nun zu tun, nichts für ungut. Wache! Alte Petzer. Und so endet der Tag doch damit, dass ich vor der Schorter fliehe. Hey, zum Statthalter! Hui! Was war Hallo! Das? Von dem Heuer. Wieso bin ich denn jetzt gleich so extra... Ui! Ich muss unbekannt sein, ach wirklich? Na gut. Kloppen wir uns ein bisschen. Lasst ja den Esel in Ruhe. Oh nee, nicht der. Nicht der. Was? Das ist feige. Nein. Das ist ein Messer. Nein. Shit! Fang den Schakal, wie damals in der Mühle. Ist gut. Er schlägt manchmal einfach nicht, er macht's nicht. Ich drücke 100 Mal, aber er tut's einfach nicht. Hau doch hin! Oh oh. Oh oh. Ich hab ein Problem. Houston! Oh, ey, das ist doch. Du kannst ja nicht fliehen. Weiter Druck machen! Ach, wirklich? Das klappt gut mit dem Druck machen. Hilfe! Mutti! Nun sterbst du! Oh oh, ich bin fast down. Nein! Ach. Das tat weh! Ja, es tat wirklich weh! Ey, das ist unfair, dass die mich überhauen dürfen, während ich in der Animation bin. So. Oh! Junge, das war knapp. Ach, wirklich jetzt?
Muss das sein? Ordensmitglied oder nicht? Statthalter Muhammad ist kein Freund der Verborgenen. Ich weiß genug über meine drei Verdächtigen. Es ist Zeit, Roshan um Rat zu bitten und das ein für alle Mal zu beenden. Ui. Ui. Junge. Ich muss erstmal ganz schnell unbekannt werden. Was ist mit dir los? Geht's dir gut, mein Freund? Ui. Gut, ich muss unbedingt unbekannt werden. Ganz, ganz schnell. Hier muss doch irgendwo so ein Dude sein. Oh, shit. Kauf dir Unterstützer. Ja, das wäre gut. Würde ich gern. Stehen deine Klingen bereit? Lenkt ihn mal bitte ab für mich. Das wäre super. Danke. Ah, hier. Oh, Gott sei Dank. Jetzt aber hurtig. Da ist ein Kampfgockel. Greif mich bitte nicht an. So. Schnell, 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 schnell. Bevor irgendwer wieder auf dumme Gedanken kommt. Bürger, guten Tag, der Herr. Unsere Gelehrten mahnen an, dass uns kaltes Wetter bevorsteht. Kann teils gerade nicht hoch genug. Nahrung überall. Ist Bagdad zum Schlachthof geworden? Hä? Hört her, Bürger Bagdads. Der Kalif ist erfreut, eine spannende neue Theorie des genau, rennt in den Busch. Al-Jahed vorstellen zu dürfen. Er schlägt den Gedanken vor, okay, ist wohl von alleine weggegangen oder so, ich weiß es nicht. Gut, ist auch nicht schlimm. Wir schauen mal kurz in die Nachforschung rein, erstmal runterkommen. So, was gibt's Neues? Roshan? Okay. Meine Meisterin. Melde dich bei Roshan. Die ist immer noch nicht abgehakt aus irgendeinem Grund. Na gut, bei ihm ist ja nur noch ein Buch, was fehlt. Gut. Ist das jetzt alles? War es das dann, oder was? Okay. So, wartet mal. Wo ist es denn? Ist da kein... Schnellreiseziel in der Nähe, weil... Ich will nicht immer so weit rumlaufen. Und vor allen Dingen zum Händler muss ich vorher. Ist auch ganz wichtig. So. Yippie-yay. Guten Tag. So, erstmal beim Händler wieder alles auffüllen. Oh, ich könnte mich auch. Nochmal heilen, ich kaufe ja eh gleich neue. Ach, herrje, das war aber jetzt. Junge. Ich verstehe nicht, warum der manchmal nicht zuschlägt. Ist es wegen der Ausdauer, wenn er keine Ausdauer mehr hat? Aber eigentlich verbraucht er doch nur Ausdauer, wenn er ausweicht. Oder nicht? Oder habe ich das ganze Spiel über nicht verstanden? Na gut, das wäre auch nicht wirklich was Neues bei mir. So, am Ende hin raff ich es manchmal erst. Na gut. Bin da halt so ein bisschen Spätzünder. So, ach, da ist er ja. Guten Tag, werte Dame. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Schauen wir mal, was du hast. Vieles ist frisch reingekommen. Das ist super. Das ist ganz toll. Das rechte Handwerkszeug. Ja. Danke für deine Unterstützung. Damit kann man seine Ausrüstung verstärken. Das finde ich gerade so toll daran. Deswegen kaufe ich es auch. So, habe ich was zum Verkaufen? Ja, nicht viel, aber immerhin. Man sollte nie ohne aus dem Haus gehen. Das ist wohl wahr, da haben Sie vollkommen recht. War das alles? Das war alles. Ich danke vielmals. Ich muss gehen. Mach's gut, Sahib. Dankeschön. Ich wünsche noch einen herrlichen Tag. So, Roshan. Roshan? Ah, da ist er. Junge Frau? Oh, nee, nicht ducken. So. Basim, hast du deinen drei Verdächtigen nachgespürt? Wenn nicht, ist deine Arbeit noch nicht getan.
Doch, soweit ich weiß, bin ich fertig. Also, Spiel sagt, ich soll zu dir kommen. Du scheinst dich entschieden zu haben. Was hast du erfahren? Arib ist unschuldig. Der Statthalter weniger. Er hat eine Abmachung mit dem Orden und alle Mut dem Schutz seiner Vettern entzogen. Verflucht. Es ist wie befürchtet. Wir sind vor unseren Feinden entblößt. Ja. Im Austausch dafür, dass Abu Abdullah keinen Anspruch auf den Thron erhebt. Er verzichtet und gehorcht dem Orden, an dessen Spitze... Seine Mutter steht. Kabiha ist der Kopf der Schlange. Wo ist sie jetzt? In den Palast geflohen. Wenn wir jetzt handeln, retten wir alle Mut. Gib mir die Feder, Meisterin. Kabiha wird schnelle Gerechtigkeit erfahren. Und ich werde sie überbringen. Was? Was willst du damit sagen? Dass eine erfahrene Hand nötig ist. Das letzte Mal, als du in einem Palast warst, hast du Chaos gestiftet, milde ausgedrückt. Habe ich mich seitdem nicht bewiesen? Meisterin, ich verdiene das Recht... Du verdienst was? Das Recht zu töten? Nein, das ist nicht... Ein Schlag von einem von uns ist ein Schlag von allen. Oder verlangt dein Ego nach der Ehre? Nicht mein Ego, Meisterin. Die Pflicht. Ich leistete einen Eid, mein Leben zurückzulassen, im Dunkel zu wandeln und dem Licht zu dienen. Das will ich tun. Kabiha ist gefährlicher als ihre Scherben. Schlag schnell zu und beende es. Du darfst nicht zögern. Was für ein Eisklotz. Wer ist sie, dass sie dir Kabiha vorenthalten oder dir sagen kann, wann du zuschlagen sollst? Meine Meisterin und Mentorin, ohne die ich nur eine Leiche in den Straßen von El Anbar wäre. Schnüffelst du mir jetzt nach? Immer. Du schluckst also deine Fragen hinunter, bekämpfst ihre Feinde, dienst ohne Widerworte. Und wirst dein Leben lang von einem Djinn in der Bruchbude verfolgt, der du eigentlich entkommen wolltest. Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist. Oh oh. So viele tot oder verschwunden. Und jede einzelne Blutspur führt zu dir, El Bahamut, die letzte Maske, die fallen muss. Du überließest Wasif die Aufständischen, hast El-Khul entfesselt, gabst die Krone deines Sohns, um Alamut zu erobern. Und wofür? Ein wertloses Andenken an ein vergessenes Zeitalter? Egal. Wir sehen uns im Palast. Und dann werde ich der Schlange den Kopf abschlagen. Oha. Oha. Okay. Naja, dann. Eieiei. Meine Meisterin und Mentorin. Gut, Oh, 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 oh. Boah, ich bin ein Meister. Yay. Und? Noch irgendwas? Nicht? Schade. Gut, ich gucke sich jetzt aber nochmal, ob alles läuft. Einen Moment, ich mach mal kurz hier so diesen. Wenn ich jetzt in Kido rufe, ist er gleich wieder weg. Wetten? Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Okay, die sind stinksauer. Die sind stinksauer. Irgendwo hat sie auch gerade gedingelingt. Wow. Es hat gerade vibriert. Hat mich gerade einer versucht abzuschießen? Hier ist so ein geheimer Eingang anscheinend. Oh, oh, oh. Na komm. Aha. Da schießt doch ständig einer auf mich, oder? Mein Controller ist ständig am Vibrieren.
Gut, wir lassen das mit dem Markieren von Gegnern erstmal. Okay, was haben wir denn hier für Möglichkeiten? Was denn hier los? So. Gut, hier könnten wir eine Randale anzetteln, habe ich so das Gefühl. Oh, komm schon. Gucken wir mal. Wir gucken einfach mal. Ali scheint nun doch den Palast anzugreifen. Seine Aufständischen könnten die Wachen ablenken. Ach, das ist Ali. Wo ist er denn? Er ist doch gar nicht dabei. Du, Verborgene! Kannst du uns durch diese Tore helfen? Wir sind von innen verriegelt. Ihr scheint mir kampfeslustig, Brüder. Ich werde mein Möglichstes tun. Ah ja. Okay, also das wären dann meine... Sorry, Entschuldigung. Alles klar. Dann haben wir doch hier irgendwo... Alter, sind die laut gerade. Ihr schreit ganz schön heftig. Das muss man euch überlassen. Gut, wie komme ich denn am besten da rein? Hier ist ja alles so... Wartet mal. Wie sieht's denn damit aus? Ist das nicht jetzt auch das Ding, wo das Buch noch fehlt? Jo, Tatsache. Das markieren wir aus sicherheitshalber mal. Ist mir jetzt gerade so aufgefallen. Okay, wir gucken mal, wie wir da reinkommen. Warte mal, hier gab's doch irgendwo... Leite mich, Enkidu. Das war doch auf der Seite, oder nicht? Warte. Ich muss aufpassen, dass mein Vogel nicht abgeknallt wird. Hier, geheimer Eingang. Markieren wir auch mal, dann gehen wir doch dahin. Brauche ich doch nicht ewig suchen. Achtung! Gut, gut, gut. Dann machen wir das Tor auf und dann können die da noch ein bisschen... Können sie da ein bisschen ihren Spaß haben. Würde ich jetzt mal sagen. Alter, die sind gerade ganz schön laut. Verzeihung, Entschuldigung. So, geheimer Eingang. Wo? Ah. Sehr schön. Ich muss schnell und leise sein. Das, Ria wird aufpassen. Ja. Gut, So. Ich würde gerne die Leute reinlassen, damit die hier ein bisschen für Ablenkung sorgen können. Erstmal hole ich mein Messer wieder. Mhm. So. Uiuiui. Ja. Hey. Hallo. Nee, das lassen wir mal. Ich möchte lieber das da. So? Ja, kommt ruhig her. Alter, die sind so übel laut. Was ist denn los mit euch? Ja, geh ruhig mal gucken nach dem Dude hier. So, den holen wir uns auch noch weg. Du brauchst den nicht verstecken, hier ist keiner weiter. Jedenfalls hier nicht. So, auf geht's, Kollegen. Tür verriegelt. Ja, hä? Ach so, kaputt mal. So. Sei mein Verbündeter. Maskiere meine Schritte. Jawohl. Macht sie platt. Haut drauf. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Das klappt doch wie am Schnürchen. Ohne Hilfe. Tust du nicht.
Dummer Hund. Ich helfe mal ein bisschen mit. So. Gut. Kommt ruhig her, Kollegen. Kommt mit. Ich hoffe, die machen jetzt, die laufen jetzt hier auch rum und. Ja, machen die wirklich. Das machen die wirklich. Sehr schön. Ich helfe euch mal. Komm schon. So. Weil hier legen sich auch ein paar Leute immer auf die Nase. Ab dann. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Jo, jo, bin ja schon dabei. Ihr müsst ja auch für mich weitermachen, ne? So ist es nicht. Hab Dank. Gerne doch, gerne doch. So, und nu? Ist wieder verriegelt, wa? Hier bist du nicht. Aber ich finde dich. Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Okay. Da es aber so super lief, lasse ich mir schon irgendwie noch was einfallen, um euch da noch reinzukriegen. Nur muss ich dazu selbst erstmal reinkommen. Schauen wir mal. Ich lasse mir was einfallen, Freunde. Ich lasse mir was einfallen. Ihr werdet schon noch euren Spaß haben. Oh. Mhm. Überraschung. So. Hier ist eine Musikerin. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt was nützt, weil die sind nicht wirklich in ihrer Nähe. Etwas Musik würde den Tag verschönern. Und die Wachen anlocken. Das ist wohl wahr. Wundervolles Spiel. Willkommen, Saidi. Ich fürchte, du bist zu früh. Ich wärme mich noch auf. Ich glaube, du bist aufgewärmt genug, um für diese Wachen zu spielen. Möglich. Aber nicht ohne Lohn. Ja, aber selbst freilich. Bitte sehr. Danke, dass du die Kunst unterstützt. Na, aber kein Problem. Hoffentlich macht das den Weg frei. Der Kühlschrank füllt sich ja nicht von alleine, ne? Aber so wirklich helfen tut das nicht, oder? Gehen die jetzt hin? Doch, die gehen hin. Ich meine, sie spielt ja auch sehr schön. Kann man sich ruhig mal angucken. Überraschung! Bedienstete kommen überall hin. Bist du ruhig? Dieser Mann könnte mir einige Türen öffnen. Ja, ich will aber erstmal die von innen reinlassen. Ich möchte erst meine Kollegen reinlassen. Tür verschlossen. Scheiße. Mist. 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 Vielleicht ist er ja... Ich dachte... Wartet mal. Ich bin gerade ein bisschen geistig nackig. Entschuldigung. Es ist gerade so wichtig, dieser Auftrag. Es ist so wichtig. Ich möchte Roshan nicht enttäuschen. Gut, So. Wie drückend sich die Luft heute anfühlt. Ja, also dies wirklich. Sind verräterische Zeiten. Das stimmt und höchst wohl. Ungastlich. Sollten wir nicht den Gast ehren, wie es ihm zusteht? So ist es. Aber El Mutawakkil wurde in seinem Winterpalast ermordet. Seitdem wurde der Wachschutz erhöht. Das sehe ich. Überall treffe ich hier auf düstere Blicke und verschlossene Türen. Wäre dies nur genug, sie zu öffnen? Für wahr? Das ist sehr nett. Eine offene Tür ist eine kostbare Sache. Na komm, mach mir mal auf, bitte. Gut, dass ich so viele Münzen habe, ey. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich war mein lieber Freund. Was? Ich danke dir vielmals. Uiuiui. Hiermit öffnen sich dir alle Türen. Das verschönert dir hoffentlich deinen Aufenthalt. Es fühlt sich schon alles ganz anders an. Vielen Dank, nun mein Freund. Nun komme ich leichter voran. Vielen Dank, mein Freund. Vielen Dank. Endlich. Jetzt finde ich Kabiha und rette Alamut. Ja, aber ich wollte doch erst die Kollegen rein. Alis Leute sind am Tor. Ja.
Genau, das wollte ich doch. Genau das wollte ich doch. Und da ist noch ein Dude mit Schlüssel. Was habe ich denn jetzt überhaupt ausgerüstet? Die Falle. Oh, ich habe nicht geworfen. Oh, was war das? Bastard! Der flieht wie ein griechisches Schaf. So. Huh. Hier gibt's nicht besonders viele Auffüllkisten, fällt mir gerade auf. Gut. So, meine Freunde, jetzt könnt ihr weiterspielen. Na komm. Und rein mit euch. Attacke! Macht sie alle platt! Gerade den da hinten mit Schlüssel, den brauche ich. Ich helfe mit. So viel Spaß muss sein. Einfach überall reinstechen, so ein bisschen. Du wirst leiden. Oh, den aber siegen. Ich hasse dich in Stöcke. So. Ach ja. Sterb du. Ich würde gern einsammeln. Danke. Der Sieg wird unser. Ach so. Der Lichtjahner. Ich reiß dir die Gedärme raus. Ich würde den gern aufheben. Hallo, darf ich? Tja, du atmest nicht mehr. Hä? Ah, jetzt. So. So. Kein Problem. Hat ein bisschen gedauert. Ich musste erstmal hier den Punkt finden, aber ich lass doch nicht hier die Kollegen liegen. Ich häute dich, wenn ich dich finde. Warum willst du denn sowas? Das ist doch ungesund. So, hier. Irgendwo muss das Buch sein. Das möchte ich auch gern vorher noch haben. Aha. Das Buch muss irgendwo oben sein. Ist jetzt nur die Frage, wo oben? Hier bist du. Aber ich finde dich. Hä? Okay, gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Hier geht's nach unten, aber nicht nach oben. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Wo sind wir hier? Ich mache einfach mal auf. Ich kann kaum die Augen offen halten. Ja, das geht mir manchmal genauso. Wir laufen hier einfach mal jetzt nach oben. Ich will unbedingt dieses Buch. Also auf der gleichen Höhe bin ich schon mal. Das ist doch schon mal vielversprechend. Oh, ja moin. Augenblick. Hey. Jetzt bitte. So. Hey. So. Peinlich. Was, peinlich? Wer ist denn peinlich? Hallo. So. Gut, wie komme ich jetzt an das Buch ran? Wartet mal, ist hier... Muss ich das von außen vielleicht ran? Kann das sein? Ich will nur mal kurz lunzen. Es schadet ja nicht mal zu lunzen. So. Aha, guck mal. Ich habe es. Lass mal lesen. Ich bringe tröstliche Kunde. Die Maßnahmen, von denen ich sprach, wurden ergriffen. Ich hoffe, dass wir zu einem vergleichsweise geringen Preis die scheinbar unaufhaltsam ansteigende Gesetzlosigkeit unterbinden können. Wir mögen dies vielleicht doch noch überstehen. Dein treuer Diener ebenso wie der des Kalifats.
Okay. Ah, da greife ich doch zu. Ja, natürlich, da greifen wir doch alle zu. So. Jetzt habe ich, was ich wollte. Hätten wir das dann auch erledigt? Jetzt muss ich nur gucken, wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Das ist von der anderen Seite verriegelt, das ist schlecht. Mhm. Da bin ich wieder draußen. Das ist wahrscheinlich auch schlecht. Lass mal essen. Essen ist immer gut. Aber ich habe die vorhin, glaube ich, irgendwo... Ich laufe mal zurück. Von wo kam ich denn? Von da kam ich. Genau. Das ist von der anderen Seite, oder? Nee, das ist von hier. Gucken wir mal hier lang. Da. Da hinten. Aber erst mache ich die beiden mal weg. Moin. Warte! Mache ich später, ja? So. Da hinten ist sie doch. Okay. Meine Kollegen können da leider nicht mit rein, oder? Oder kommen die noch hinterher? Guten Tag, schöne Frau. Hallöchen. Ach nee, das ist... Ach, die! Wie heißt du nochmal? Makira. Makira? Sie, unsere Treffen müssen wirklich aufhören. Ja, echt mal. Sehe ich ganz genauso. Wo ist Kabiha? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Stell dich nicht dumm, Makira. Warum nicht? Hat mir letztes Mal gut gedient. Weißt du, was Kabiha ist? Was sie wirklich ist? Mehr als sonst jemand. Ich bin eher ihr Kind als ihr eigener Sohn. Dieser Narr, der seinen Vater vor seinen Augen sterben ließ. Du hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Aber ich schon. Und ich rate dir, verlasse diesen Ort. Sehe ich gar nicht ein. Oh, Essen. Oh, es gibt viel zu essen. Das bedeutet was, oder? Entferne dich von Makira. Okay. Makira wird ihre Herrin warnen. Mal sehen, wohin sie mich führt. Oh, ist klar. Na, wo gehst du denn hin? Hübsche Frau. Gut. Du siehst mich nicht. Ich bin gar nicht da. Dummes Ding. Die hat mich schon das letzte Mal ganz schön verarscht, ey. Wow. Ja, komm her, komm. Bei Fuß. Lauf schön hin. Lauf schön hin. Na komm. Oh, shit. Hey. Jetzt stirbst du. Na scheiße, ey. Konntet ihr mich denn hinterm Tisch sehen? Aua. Ich habe wieder keine Ausdauer und ich stecke irgendwo fest. Nein, sie haut ab. So. Hä, habe ich die nicht vorhin schon gekillt? Die Bibliothek. Kabiha muss dort sein. Ah. Allah verdamme dich. Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Nö. Dich gerne. Deine Herrin allerdings. Was du auch tust, du wirst sie nicht finden. Ich habe dir nichts weiter zu sagen. Gewiss gibt es einen Raum hinter diesem. Aber wie komme ich hinein? Das ist eine gute Frage. Was macht denn die für Geräusche? Ist ja ekelhaft. Ja, guck mal. Wie ging noch das Gedicht, das sie vortrug? Tobe wie das Meer, ich versüße dein Stürmen. Brenne wie die Wüste. Ich bade in der Glut, beiß zu wie die Kobra, doch in mein Herz, fest, steig auf wie die Taube, komm in mein Nest.
Aha. Was ist, wenn ich hier einfach die Tür aufmache? Von Arib. Kabiha ist eine Bewunderin. Blaue, schwarze, weiße und gelbe Bücher. Hä? Was will denn der jetzt? Ach nö. Ach nö, nicht sowas. Na gut. Erstmal die Truhe aufmachen. So viel Zeit muss sein. Okay. Gut, gut. Der große Gelehrte verwendete Bücher, um ihn zu seinen Geheimnissen zu leiten. Tobe wie das Meer kam als erstes, ne? Jetzt ist nur die Frage, wo ist das Meer? Welches ist das Meer? Ah, hier, das ist das Meer. Ist das jetzt auch richtig so? Mit welchem Buch würde Kabiha ihren Weg markieren? Sie hatte Aribs Buch in ihrem Gemach. Was? Wie ging noch das Gedicht, das sie vortrug? Tobe wie das Meer, ich versüße dein Stürmen. Brenne wie die Wüste, ich bade in der Glut. Ja. Beiß zu wie die Kobra. Ja. Doch in mein Herz, fest, steig auf wie die Taube, komm in mein Nest. Ja, okay. Nur was hat das jetzt mit den Farben zu tun? Ich... das blaue Buch vielleicht? Für das Meer? Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Also... Gut, dann hätten wir hier die Wüste. Würde ich sagen... Moment, kam jetzt nach dem Meer, kam jetzt... Oh, ich glaube schon. Das gelbe Buch? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht sicher. Ich habe Angst. Wie hieß es denn? Weißt du, wie die Schlange? Ist, denke ich mal, das schwarze Buch. Und die Taube würde ich eventuell... Da würde ich das weiße Buch... Oh, Gott sei Dank. Gut, gut, gut. Jemand gab sich große Mühe, das zu verstecken. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. So, einen Moment, ich will nur kurz, So. Auf wie geht's? Wo ist sie denn, die hübsche Frau? Die Gutste. Verborgener. Bleibst du hier? Bleibst du wohl hier? Bleibst du hier? Ich glaube, es hackt. Wird nicht geflitzt. Hä? Ich wollte gerade sagen, ob der so viele Jahre der Suche. Uralte Schriften und Gräber durchkämmt. Vergessenen Geschichten nachgespürt. An Gerüchte und Mythen geklammert. Aha. Dabei hätte ich nur warten müssen. Darauf, dass du zu mir kommst. Oh oh. Der verlorene Sohn ist gekommen. Hä? Doch er weiß nicht, was er ist. Hast du dich nie über dein Wesen gewundert? Du, der du mehr siehst, mehr weißt. Selbst mein Sohn fragte, was du bist. Als er sah, wie deine Berührung das Geschenk der Ältesten erweckte. Was bin ich? Du bist mehr als ein Mensch. Genug der Rätsel! Sag es klar! Warum aussprechen, was man zeigen kann? Komm mit nach Alamut. Unter den Tempelmauern liegt alles Wissen, dessen Erbe du bist. Deine sogenannten Brüder würden eher sterben,
als es dir zu überlassen. Aber hab Mut, Basim. Wir werden den Weg bereiten. Und dich befreien. Nein! Welches Gift hast du von ihren Lippen geleckt? Sie sagte, ich wäre mehr als ein Mensch. Was hat sie gemeint, Roshan? Was liegt unter dem Tempel? Das ist verbotenes Gebiet. Dort gibt es nichts für dich. Ich erzählte dir von den Albträumen. Dem Djinn. Du nanntest es eine Schwäche, die ich richten müsse. Ich versuchte es, aber du hast mir den Weg verschleiert. Du ließt mich damit allein. Nicht allein. Du bist nicht der Erste, der gequält im Dunkel wandelt, Basim. Flicke deine Scherben zu einem Ganzen zusammen. Gieße deinen Schmerz in die Bruderschaft. Befreie dich von ihrem Gift und komm zu uns nach Hause. Nicht mehr als ein Mensch, aber nicht weniger als unser Bruder. Oder würde dir das nicht reichen? Und wenn es so wäre? Folge dem Pfad, den sie dir bereitet hat. Und ich töte dich eigenhändig. Ich muss hier raus und Nihal erzählen, was ich erfahren habe. Alter, was hier Phase? Was denn? Was denn? Ja, aber warum denn nicht nachforschen? Wieso denn? Was ist denn jetzt? Warum denn so? Warum denn dies? Wachen! Wachen! Zu mir! Was ist denn hier? Du bist ruhig! Wirst uns nicht entkommen! Ach, ich kann ihn gar nicht töten, Mann, der ist unsterblich! Denkt an die Übungen! Der Typ ist einfach unsterblich. Ja, dongel noch länger. Ich scheitere nicht. Hihihi, so geht's auch. So. Aber hast du's bald mal? Ja, egal. Lass ihn machen. Wenn es ihm Spaß macht. So, wie komme ich denn jetzt am besten hier raus? Wo sind denn eigentlich Alis Leute auf einmal hin? Oh, scheiße! Oh, fuck! Oh, fuck! Och, nö! Oh, scheiße! Au! Ja, ein bisschen! Hallo, ich bin schon die ganze Zeit dabei hier, ne? Also, jetzt mal ernsthaft. Hä? Oh Gott! Oh Gott! Hilfe! 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 Das überlebst du nicht! Das wage ich auch zu bezweifeln, dass ich das überlebe. Jetzt hört doch mal auf mich zu schießen! Das ist gemein! Weiter so! Schlag mit Bedacht! Hilfe! Hilfe! Ach, ist nur noch der eine. Na Gott sei Dank. Ich hoffe es jedenfalls. Was war das? Junge, Junge! Heiliger Bimbam. So, jetzt aber schnell weg hier. Ach nö, da kommt ja der Nächste. Okay, jetzt aber schnell weg. Allah sei Dank. Wieder bin ich mit meinem Leben entkommen und habe Zerstörtes zurückgelassen. Hilfe! Lieber verborgen bleiben. Das ist wohl wahr. Bist du nicht der von den Aushängen? Nein, nein. Bin ich nicht.
Ich habe so ein Gesicht, das sieht fast allem ähnlich. Das ist ein Fluch, also... Oh. Die Shorta ist mir auf den Fersen. Oh. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Junge! Hilfe, Hilfe! Also ich weiß nicht, warum ich nicht... Ich finde das ein bisschen merkwürdig. Wieso wird denn da nicht ein bisschen nachgeforscht, was da drunter liegt? Oder weiß Roshan, was da drunter ist? Und er will einfach... Ja, genau, vor allen Dingen. Und sie möchte einfach nicht, dass wir da hingehen, weil sie Angst hat um uns, wegen uns. Ich weiß es nicht. So, schleichender Kundschafter. Jetzt haben wir hier auch alles. Das ist doch super. Ich würde aber die Aufnahme... Alter, ist das laut hier. Ich gehe mal woanders hin. Ei. So. Mal ein bisschen, wo es ruhiger ist. Oh. Ah, schon besser. So, jetzt würde ich die Aufnahme aber erstmal für heute beenden. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Also ich fand es schon ganz schön interessant und ich bin gespannt, was uns jetzt in den nächsten paar, Aufnahmen, ich denke mal, es wird vielleicht noch ein oder maximal zwei Aufnahmen sein, was uns da jetzt noch erwartet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.